Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal von Marie Brokkoli-Pasta mit Hackfleisch machen. Ja, wie immer habe ich das Ganze hier von Kaufland. Ja, was brauchen wir dazu? Wir brauchen 300 Gramm Tiefkühlbrokkoli. Ups, was wir hier haben. So, des Weiteren brauchen wir zwei Karotten. Die haben wir hier. Wir brauchen 250 Gramm Hackfleisch, was wir hier haben. Und wir brauchen 250 Gramm Nudeln. Gut, habe ich jetzt nicht hier, habe ich in der Küche. Und 100 Milliliter Sahne, 15% Fett. Ich nehme hier das von Rama, das Creme Fin. Ist genauso gut. Ja, was denn noch alles? Hier haben wir die Nährwerttabelle. Und da drüber. Nein, daneben haben wir die die Zutatenliste. Gut. Das Ganze hat natürlich portionsmäßig 488 Kilokalorien. Also das ist schon nicht ohne. Sind 4 Portionen. Gut. Dann werden wir jetzt mal uns in die Küche begeben und werden das Ganze jetzt mal zubereiten. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe die Möhren jetzt geschält, halbiert und dann in so kleine Halbstreifen geschnitten. Hier kocht das Wasser für die Nudeln. Dann nehmen wir hier 250 Gramm diese Nudeln. Hatten wir noch vom letzten Mal 250 Gramm. Das war ein 500 Gramm Paket und da brauchten wir auch schon 250, deswegen passt das ganz gut. So, das Ganze wird jetzt hier mit meinem Bratenfett angebraten, das Gehacktes. Immer solche kleinen Stückchen abmachen. Zack, zack, zack. So. Kochlöffel. So. Das Ganze auch mit dazu anbraten. Ja, dann brauchen wir 300 Milliliter Wasser. So, 300 Milliliter Wasser. Hier kochen die Nudeln.
wird das Ganze hier mit Wasser abgelöscht. Noch ein bisschen umgerührt. Dann kommt 100 Milliliter Sahne rein. Jetzt wird der Beutelinhalt damit reingerührt. Und zu guter Schluss kommt noch der Brokkoli da rein. Der soll im gefrorenen Zustand da reingemacht werden, also nicht aufgetaut. So, und das Ganze soll jetzt 12 bis 15 Minuten zugedeckt kochen. Zack, bisschen runter reduzieren die ganze Sache, ab und zu umrühren. Ja, dann ist das Ganze auch schon fertig und wir sehen uns gleich am Tisch wieder. Also bis gleich. So, so sieht's aus, wenn es fertig gekocht ist. Riechen tut's auch nicht schlecht. Und jetzt wollen wir mal probieren. Obwohl Brokkoli nicht so mein Gemüse ist, sage ich mal so, also ich sage, man kann es essen, er schmeckt so ein bisschen nach, ja, das Creme Fraiche schmeckt man so ein bisschen raus, es hat einen sahnigen Touch. Die Möhren schmeckt man raus, logischerweise, weil sie frisch sind. Sind auch gut durchgekocht. Haben so in vereinzelt die dicken, etwas dickeren geschnittenen. Die haben noch so einen, ja, so einen ganz, ganz leichten Kern. Die dünneren, die sind natürlich weich, die sind richtig durchgekocht, also genau richtig. 15 Minuten habe ich es kochen lassen, 12 Minuten wäre wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gewesen,
Und 15 Minuten ist also genau richtig, meiner Meinung nach. Gut, kann natürlich auch bei dem anderen 12 Minuten ausreichen. Wer es nicht noch ein bisschen bissfester mag, mit den Mohrrüben, der kann das natürlich auch nur 12 Minuten kochen lassen. Aber so finde ich das schon in Ordnung. Ja, die Soße, die schmeckt so ein bisschen, wie gesagt, die geht in Sahne natürlich ganz stark rein. Man schmeckt logischerweise den Brokkoli, diesen Brokkoli-Geschmack ist auch in der Soße wiederzufinden. Und von daher, also ich finde, dadurch, dass ich kein Brokkoli esse, eigentlich schmeckt das doch recht gut. Ich gebe daraufhin den grünen Daumen. Weil, ja, man kann es wirklich essen. Mir schmeckt es auch. Es schärft so ein bisschen nach, was ich jetzt so merke beim Reden. Kommt aber wahrscheinlich auch vom Gehacktes her. Kann sein, muss aber nicht. Tja, ansonsten weiß ich nicht, was ich noch dazu sagen sollte. Also von mir bekommt das den grünen Daumen. Mir schmeckt es gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe mal, es hat euch wieder gefallen. Und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.